Hallo, ich wollte euch mal meine Zwergtamarillo oder Zwergbaumtomate zeigen. Die habe ich jetzt wieder reingeholt. Die stand vorher draußen in einem Pflanzgefäß, also den ganzen Sommer über. Und das war jetzt der größte Topf, den ich noch hatte. Der ist, ich denke, etwas zu klein. Also muss ich noch einen größeren besorgen fürs nächste Jahr. Und die ist draußen extrem gewachsen. Also drin hatte ich das Problem, dass die Blätter immer hingen, egal wie viel Wasser die hatten. Und ja, draußen war es perfekt. An den Seitentrieben haben sich ganz viele Blüten und auch Früchte gebildet. Die sind jetzt zum größten Teil schon weg, abgefallen. So, hier sieht man noch die alten Blütenstände. Hier oben, ich denke, da kommen noch mal ein paar Blüten. Und ich kann euch, habe vorhin schon welche gepflückt. Die sind nur so klein. Und hier oben sind auch noch welche dran. Hier, ich hoffe, man sieht's. Hier bilden sich auch schon wieder welche, die noch grün sind. Und ich denke aber, dass die nicht wirklich schmecken werden, weil die halt nicht richtig an der Sonne ausreifen. Dann habe ich gestern hier gesehen, dass sich nochmal Blüten gebildet haben an dem Abzweig. Und ja, also die Pflanze ist echt extrem groß dafür, dass es eine Zwergform ist. Vielleicht bezieht sich der Name auch auf die Früchte, ich kann es jetzt nicht sagen. Ich werde mal sehen, ob die Früchte nächstes Jahr vielleicht größer sind. Und ja, um euch mal zu zeigen, wie die von innen aussehen. Also man isst die Schale, denke ich, nicht mit. Die schmeckt einfach nicht. Also wer so eine Tamarillo zu Hause hat, der weiß, wie die Blätter riechen, wenn man dagegen kommt. Und ja, so wie die Blätter riechen, riechen auch die Schalen der Früchte. So, man sieht es ein bisschen. Hier sind ganz viele Kerne drin. Und ich probiere es mal. Also man kann den Geschmack nicht wirklich beschreiben. Die schmecken süß. Haben vielleicht einen kleinen Hauch Tomatengeschmack, aber es ist wirklich irgendwie ganz anders. Und ja, am besten macht man, reißt man die Schale auseinander und saugt das Fruchtfleisch dann aus, weil die Schale ist wirklich nicht gut. So, nochmal aus der Entfernung. Und ein bisschen kahl. Und ja, aber sonst vom Aussehen her finde ich die Pflanze schon schön. So, das war's.